Die Afar sind ein Nomadenvolk, die sich im Grenzland von Äthiopien, Eritrea und Djibouti bewegen. Sie repräsentieren die 8. größte ethnische Gruppe in Äthiopien. 2011 flogen Studenten der Technischen Universität Wien nach Äthiopien, um sich mit der traditionellen Bauweise der Afar zu befassen, die in Kuppelzelten wohnen. Die zunehmende Urbanisierung entlang wichtiger Handelsrouten wie dem Addis-Djibouti-Highway hat zur Folge, dass Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen sich dort ansiedeln, um dort ihr Leben zu bestreiten. Die meisten Afar leben noch immer auf nomadische Art, aber immer mehr siedeln sich auch in solchen Handelsstädten an. Da die aktuelle Bauweise in den neuen urbanen Strukturen einen großen Holzverbrauch beansprucht, der in dieser kargen Wüstenlandschaft sowieso schon recht rar ist, wurden Überlegungen zu einer alternativen Baumethode unternommen und Bodenproben analysiert, in der Hoffnung, den dort vorhandenen Lehmboden für bauliche Konstruktionen nutzen zu können. Studentin Katharina Schönherr lernte dort die Australierin Valerie Browning kennen, die seit über 20 Jahren in der Afar-Region lebt und mit einem Afar-Clan-Leader verheiratet ist. Browning gründete die Organisation Afar Pastoralist Development Association, kurz APDA, die auf unterschiedlichen sozialen Gebieten die Interessen der Afar vertritt. Bildung, medizinische Versorgung und Wasseraufbewahrung sind nur einige Schwerpunkte, mit denen sich APDA auseinandersetzt. Damals entstand die Idee, eine Schule zu bauen, die eine alternative Lehmbaumethode aufweisen soll. 2015 reiste Katharina Schönherr nach Loggia, eine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern, angesiedelt am Addis-Djibouti-Highway, einer der Hauptstraßen für Warentransport. Und ich bin dann eigentlich 3 Jahre später auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema gewesen und habe dann mit der Valerie Browning, die wir damals 2011 kennengelernt haben, wieder Kontakt aufgenommen und sie gefragt, weil sie damals vor einem Hostel gesprochen hat, vor einem Kindergarten, ob denn die Organisation APDA immer noch Interesse an diesem Projekt hat, ob sie das immer noch brauchen und ob sie das immer noch willkommen heißen würden, wenn man sie da unterstützt. Das hat die Valerie auf jeden Fall positiv gesehen und hat sich sehr gefreut und hat gemeint, auf jeden Fall wollen sie das noch machen. Und dann habe ich eben den Schluss gefasst, das im Rahmen meiner Diplomarbeit zu bearbeiten. War natürlich schon recht weitreichende Entscheidung, weil mir irgendwie klar war, also wenn man so etwas als Diplomarbeit macht, dann sprengt das einfach komplett den Rahmen einer klassischen Diplomarbeit. Und das geht im Regelfall dann eben auch über die Abgabe der Diplomarbeit hinaus. Und so ist es jetzt auch, aber mir war diese Entscheidung komplett bewusst und ich wollte das so. Gewohnt haben die Studierenden, die sich für das Projekt bislang einsetzten, am Grundstück von Valerie Browning in Loggia. Dort befindet sich eine fertige Schülerunterkunft für Mädchen. In Loggia ist auch der Bauplatz für weitere Schülerunterkünfte und des Kindergartens. Die Mädchenunterkunft bewohnen zurzeit 15 Mädchen im Alter von 8 bis 19 Jahren. Aber auch eine Wohnunterkunft für Burschen ist geplant, da die bereits bestehenden Wohnmöglichkeiten in Loggia baufällig und die gemieteten Gebäude teuer sind. Also diese Kinder, die dort wohnen, die kommen alle vom Land. Das heißt, sie stammen eigentlich alle aus nomadisch lebenden Familien, weil die Afar, die in dieser Region leben, traditionell Nomaden sind. Und die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass diese nomadisch lebenden Familien sehr zerstreut sind oder man auch ständig den Platz wechselt und es deswegen sehr schwierig ist mit einer Schulbildung, weil da muss die Schule entweder mitziehen oder die Kinder müssen sehr, sehr, sehr weite Wege einfach auf sich nehmen. Also es gibt Regionen, wo die Kinder 2,5 Stunden am Tag in die Schule laufen. Und das ist natürlich schon dann eine ziemliche Belastung für alle. Und jetzt für besonders motivierte Kinder und auch Eltern, die das eben unterstützen wollen, gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass sie in Loggia, dort kostenlos von der Organisation APDA in so einer Schülerunterkunft untergebracht werden, also einem Schülerhostel, sagen wir immer. Und dann eben auf die staatliche Schule gehen und dort den Unterricht besuchen. Genau. Und so auch bis zu einer Universitätsreife kommen können, was am Land eigentlich fast nicht möglich ist.
Weil selbst wenn es eine Schule gibt, dann hört die Ausbildung meistens auf einem gewissen Niveau auf, weil es einfach keinen Lehrer vor Ort gibt, der überhaupt weiter ausgebildet ist oder so. Der Architekturstudent Marc Ortler hat über Katharina Schönherr von dem Bauprojekt erfahren und ließ sich von ihrem Engagement anstecken. Last Mitte! Er reiste 2015 nach Äthiopien und half beim Bauen mit. Im Vordergrund stand für ihn der idealistische Gedanke, etwas Gutes zu tun und die Menschen vor Ort bautechnisch zu unterstützen. Momentaner Stand des Entwurfs gibt es schlussendlich ungefähr 600 Quadratmeter Nutzfläche, wobei ein Hostelgebäude zwei Stöcke besitzt. Also einer unten in massiver Lehmbauweise und einer im ersten Stock aus einer leichten Holzstruktur, einem offenen, windoffenen Holzstruktur. Und ein Stock oder eine hat 42 Quadratmeter. Davon vier, dann kommt noch Kindergarten dazu, die Wohnhäuser. Es wird dann ungefähr 600 Quadratmeter Nutzfläche geben. Natürlich könnte man den Menschen sagen, mach das so, dann ist das okay. Aber es führt ja nirgends hin. Und unser Ziel war dementsprechend, den Menschen zu zeigen, wenn man das so macht, wir machen das so, weil wir das und das berücksichtigen wollen. Und warum machen wir das so? Damit bautechnische Prinzipien weitergegeben werden, wie kann ich Erdbeben sicher bauen, lauter solche Dinge. Dass es nicht darum geht, Menschen hin und her zu schicken, sondern ihnen zu erklären, warum machen wir das. Ja, es ist halt ganz wichtig, dass man einfach sagt, was man macht, wie man es richtig macht, was man falsch machen kann, wie man es nicht machen soll. Und das ist dann schon interessant, wenn man sieht halt, wie es ankommt und wie sie dann selber irgendwie zu den Fachmännern werden irgendwie. Und wenn andere Interessierte dann zur Baustelle kommen und sie dann anfangen, stolz davon zu erzählen und weiter zu vermitteln und warum das so funktioniert und dass das wirklich nur aus dem Boden ist, der vor Ort überall ist in der Stadt. Und Allah 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 Allah
Umet, you like this book? Yeah. Is it good? Good. Ibrahim. 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 Is it interesting? Good? Yeah. Meh? Also das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass eben die Organisation ABBA das Ganze natürlich unterstützt hat und auch die Valerie Browning ist schwer davon überzeugt, dass es eine alternative Baumethode geben sollte, weil traditionell haben die AFA ja diese mattengedeckten Zelte gehabt, leichte Konstruktionen mit wenig Materialverbrauch, die man dann auch transportieren kann, so Kuppelzelte, genau. Und jetzt in den Städten wird jetzt aber hauptsächlich von Contractors, also so eine Art Baugeneralunternehmer aus dem Hochland von Äthiopien, die natürlich ein anderes Klima haben und bei denen es wesentlich mehr regnet und mehr Holz zur Verfügung gibt als wie in der Wüste von Afa. Die haben eben diese Chica-Bauweise, nennt sich die, eingeführt. Das sind so Holzständerkonstruktionen, die eben sehr viel Holz verbrauchen in der Bauweise. Und die Idee war nun eben mit Lehm zu bauen, um diesen Holzverbrauch zu senken. Die Abholzung, die ein sehr großes Thema ist in Äthiopien und sehr kritische Ausmaße bereits erreicht hat, etwas einzudämmen und eine Alternative aufzuzeigen. Und ABBA hat uns dabei unterstützt, Leute zu finden. Also sie haben ihre eigenen Strukturen genutzt, sie haben dafür auch Plakate aufgehängt, und so weiter und so fort, dass es die Möglichkeit gibt, da Lehmbaumethoden zu erlernen, wie man Lehmziegel macht. Und über diese Werbung von ABDA, über diese Einbindung von ABDA, haben wir dann die ersten Volunteers quasi bekommen, die mit uns zusammen diese Workshops gemacht haben und mit denen wir gemeinsam die Ziegel produziert haben und das Projekt eigentlich gestartet haben. Die Holzkonstruktion der sogenannten Chica Huts ist auch anfällig für Termitenbefall. Das Holz wird beschädigt und mit der Zeit verlieren diese Häuser an Stabilität und werden wieder baufällig. Während der Regenzeit kann der Regen bei den Kuppelzelten der Afar leichter abrinnen,
während hingegen das flache Dach der Chica-Häuser recht durchlässig ist. Die Häuser haben auch das Problem, dass sie meist nicht ausgesteift sind. Ebenso können sie starken Wüstenwinden nicht standhalten. Die Verwendung des Lehmbaus kann als positive Alternative betrachtet werden. Die Unterkünfte werden mit luftgetrockneten Lehmziegeln errichtet, da die Region reichhaltig an qualitativ hochwertigen Lehmvorkommnissen ist. Der obere Stock besteht aus einer leichten Holzkonstruktion, die seitlich mit Matten bespannt ist. Verwendet werden dafür Bambus- oder Palmblattmatten. Diese finden sich in der traditionellen Bauweise der Affa wieder. Mit ihnen werden die Kuppelzelte bedeckt. Im Vordergrund steht der Gedanke, einen traditionellen Baubestand eine neue Verwendung zu geben und somit Altes mit Neuem zu verbinden. Matthias Krasnitzer möchte im Rahmen seiner Diplomarbeit einen Entwurf für eine weitere Wohnunterkunft planen, sowie sich mit einer alternativen Bauweise auseinandersetzen. Ich möchte mal bei Lehmbau bleiben, weil einfach der Lehm dort vor Ort das eigentlich der Rohstoff ist, der sich wirklich gut eignet für Architektur und da super Qualität hat. Und wird da jetzt eben auch vielleicht mit Stampflehmweise, oder also dass man nicht die Ziegel aufmauert, sondern den Lehm ähnlich wie bei einer Ortbetonwand in einer Form quasi die Wand gießt. Der traditionelle Bildungsweg basiert bei den Afa auf einer mündlichen Überlieferung, wo die ältere Generation mittels Erzählungen und Geschichten die Jüngeren aufs Leben vorbereitet. Ein klassisches Bildungssystem, wie wir es in Europa kennen und mittlerweile auch im modernen Teil Äthiopiens eingeführt worden ist, gab es nicht. In Äthiopien gibt es einfach eine sehr rasante Entwicklung, glaube ich, die letzten Jahrzehnte. Und das betrifft auch den Bildungssektor, aber auch einfach das soziale Zusammenleben. Und das kann man zum Beispiel in Afa sehr gut daran feststellen, wenn man die städtischen Regionen, so wie Logia jetzt, mit dem Umland vergleicht. Also in den ländlichen Regionen wird mehr noch nach der Tradition gelebt, nach der ursprünglichen Lebensweise, da wird noch nomadisch gelebt. Aber in den Städten hat sich ein neues, modernes Leben quasi entwickelt. Sowohl für die Afa, die dort wohnen, als auch für einen eigentlich recht hohen Anteil von Zuwanderern aus anderen Regionen, anderen Ländern, die in Logia leben. Genau, und da hat sich eine neue, moderne
Art und Weise des Lebens entwickelt, in der jetzt halt Schulbildung auch einen wichtigen Stand einnimmt, weil es halt eine der wenigen Möglichkeiten ist, dort auch Arbeit zu finden, dort auch neue Chancen zu haben und auch ganz wichtig ist für die Mitbestimmung der AFA selbst in politischen und ökonomischen Entscheidungen, die sonst halt einfach von Regierungen oder was auch immer gefällt werden, ohne dass sie die Möglichkeit haben, mitzusprechen. Ich meine, dazu kommt ja auch noch die Tatsache, dass es in Äthiopien über 80 Sprachen gibt. Das heißt, es gibt eine Amtssprache, die ist Amharisch, und für alle anderen Sprachen muss man dann halt irgendwie lernen, diese Sprache zu verstehen und zu lesen und so weiter. Ansonsten ist man da halt ziemlich ausgeschlossen aus den Prozessen, die vor sich gehen. Geplant ist, dass 60 Kinder im Kindergarten unterrichtet werden und 60 Kinder in der Schülerunterkunft Platz haben sollen. Der Kindergarten wird in 4 Räumen unterteilt, wo jeweils 15 Kinder eine reguläre Tagesstruktur erfahren sollen. Insgesamt sollen 4 Häuser entstehen, wobei die Hälfte für Burschen und die andere Hälfte für Mädchen zur Verfügung stehen werden. Das erste Haus der Schülerunterkunft ist bereits fertiggestellt und das zweite befindet sich im Bau. Diese sollen möglichst rasch bezogen werden, denn der Bedarf dafür ist groß. Erst im Anschluss wird der Kindergarten gebaut. Die Finanzierung des Projekts stellt ebenso eine Herausforderung dar. Eine Kombination aus ganz vielen Dingen mittlerweile. Wir haben mit privaten Spenden angefangen. Auch jetzt sammeln wir noch Spenden und finanzieren einen Teil davon immer wieder mit diesen Spenden weiter. Die TU Wien unterstützt jetzt uns persönlich als Studenten, indem es da einfach Stipendien gibt, die eben solche Projekte, Diplomarbeiten, Dissertationen unterstützen, aber jetzt nicht das Projekt selber. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Förderung vom Land Vorarlberg bekommen, aber ABDA sucht natürlich auch Förderungen und die haben zum Beispiel von der australischen Botschaft mal Unterstützung bekommen. Und so sammeln wir uns das eigentlich alles mit kleinen Beträgen irgendwie zusammen. Also das Gesamtprojekt an sich ist einfach ein großes Projekt, das jetzt nicht so einfach finanziert werden kann. Aber wir versuchen halt da und dort und man kommt damit zumindest so weit, dass man das Projekt immer weitermachen kann. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Katharina Schöner hält auch immer wieder Vorträge über das Bauprojekt. November 2016 flog sie wieder mit Marc Ortler nach Äthiopien, um am Projekt weiterzuarbeiten. Matthias Krasnitzer flog im Jänner 2017 wieder nach Loggia. Wie die AFA-Kinder und deren Eltern auf ein Kindergartenhaus reagieren werden, wird die Zukunft zeigen. House for Nomads, wo Bildung eine bessere Zukunft ermöglichen soll. You go a little bit more there. Here. Thank you.
Oh. Yeah, my mother and my brother. Hello, mother, yeah? Yeah. Brother.